Willkommen, ihr Lieben, bei einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Vorab, ich weiß gar nicht, ich kann ja nur zwei Daumen zurückgeben für die 7000 Abonnenten. Ist nicht an mir vorbeigegangen am Wochenende. Wir haben ein bisschen gestreamt hier von Clash of Clans und einige haben ja dann auch noch auf Twitch die letzte Stunde gewechselt. Also ich glaube so von 10 nach 12 bis 1, Viertel nach 1 habe ich ja noch auf Twitch weiter gestreamt. Allerdings mal was ganz anderes, denn ich bin ja auch nicht nur ein Clash of Clans Spieler. Ich habe ja mal ein anderes Game ausprobiert, das werde ich aber nicht mehr spielen, glaube ich, denn es ist mir noch ein bisschen zu arg verbuggt. Deswegen wird es in dieser Woche auf Twitch TV eine Folge geben, Herr der Ringe Online. Ich spiele einen ganz neuen Charakter an, für die, die vielleicht Interesse haben, da auch mal teilzunehmen. Denn ich spiele das Game ja schon sehr, sehr lange. Aber ich starte auf einen ganz, ganz frischen Server mit einem ganz, ganz frischen Account. Also so ein bisschen... Alter, hier. Also so ein bisschen der Einstieg, vielleicht für euch so ein bisschen erleichtert, aber man muss leider VIP-Spieler sein, aber vielleicht schaut das euch einfach an und könnt selber urteilen, denn ich finde das Spiel nach wie vor sehr, sehr chillig und ganz ausgeglichen. Also genau das Richtige für uns 50er, hätte ich fast mal so gesagt, aber wir waren am Samstag noch ein paar Zuschauer und hier im Herausforderer-Clan, ich hatte es ja geschrieben, A, in einer Clan-Mail und B, sind wir ja im Moment ein Clan mit einigen oder ganz, ganz vielen Rathaus 9ern, einigen 8er, 7er, 6er Ende. Und wir haben hier einen 12er da drin, einen 11er, glaube ich, 1, 2, 3, 10er. Ich werde euch alle rausschmeißen, also nicht alle. Ich werde natürlich nicht alle rausschmeißen, sondern das soll ja auch ein Video zur Liga-Info sein. Aber so ganz ohne so ein bisschen Clash of Clans kann ich euch das nicht erklären. Deswegen gehen wir mal so ein bisschen hier in die Live-Angriffe rein. Und genau den ich im letzten CK so verfolgt habe, in seinen eigenen Clan, der macht hier seinen Angriff. Der JHT Gamers 2.0. Das sind ja auch immer ganz, ganz witzige Anekdoten hier aus dem Clash of Clans Live-Spiel oder Live-Leben, keine Ahnung. Damit ihr hier nicht blöde auffällt bei mir im Kanal. Also hat er hier gegen den Rathaus 8er, ja, mit seinem Rathaus 7er, glaube ich. Ah ne, es ist auch ein Rathaus 8er, aber er hat die Drachen halt noch nicht so hoch. Aber ich glaube, mit den guten Blitzen hier von den Luftabwehren ist das schon mal ganz gut gelungen hier für den Funnel. Ist halt ein Rathaus 8 auf Rathaus 8, wo die Defensive jetzt nicht so pralle ist, ja. Die ist nicht ganz so pralle. Ich habe so ein ähnliches Dorf heute noch zu machen mit meinem 9er. Allerdings ist das recht maxed out, aber ich glaube, das mache ich nicht mit Drachen. Ich glaube, das mache ich mit Hogs und ein paar Bowlern. Und von daher, was hat es eigentlich nochmal auf sich mit diesem Clan hier? Also ich werde mit euch in einem Tag hier, ich glaube in einem Tag oder einen Tag, 10 Stunden, die Liga starten. Wir werden hier only Rathaus, ich glaube es wird Rathaus 9 sein. Wir werden mit only Rathaus 9 hier kämpfen. Wer Rathaus drunter ist, 8, 7, 6 und hier noch im Clan sein sollte, der kann gerne mit. Aber ich gebe keine Garantie darauf, dass ihr zum Einsatz kommt. Ich glaube nämlich, ihr kommt nicht zum Einsatz bei den 9ern und bei den 8ern, je nachdem wie viel es werden. Es werden sicherlich noch einige gehen heute. Dort kann ich sicherlich ein bisschen rotieren. Aber ich lasse mich auch selber mal überraschen, denn es ist ja auch die erste Liga hier auch für den Community-Clan. Danach geht dieser Clan erstmal so ein bisschen in die Versenkung. Also dann hat es mir auch gereicht, erstmal mit den ganzen Clan-Kriegen hier und dann noch mit der Community die Liga zu spielen. Irgendwann jetzt auch mir ein bisschen viel. Ist echt ein bisschen viel Clash of Clans, deswegen habe ich ja am Samstag in der Nacht nochmal auf ein anderes Game gewechselt, werde in dieser Woche auf jeden Fall für euch auf Twitch streamen. Ich muss es einfach mal so sagen, das ist nichts für YouTube, dieser Content, den ich da, glaube ich, bringe. Das ist eher so ein bisschen was für die Streaming-Plattform Twitch. Denn dort erwarte ich bin auch ganz ehrlich, da erwarte ich nicht so viele Zuschauer und da kann ich es einfach ein bisschen gechillter angehen lassen. Was so ein bisschen so den Chat angeht und so. Wir waren am Samstag in der Nacht, glaube ich, so knappe 20, 25 Leute oder so, die sich das Ganze angetan haben, wie ich mich so ein bisschen abgekrampft habe in dem Online-Rollenspiel, was wir dort angespielt haben. Könnt ihr euch angucken auf meinem Kanal. Und wir haben hier einen Live-Angriff. Ich schaue mal rein, ob bei uns... Ah nein, es ist nicht bei uns, es ist vom Gegner.
Aber es ist nicht so schlimm. Wir haben hier schon einige Sternchen geholt. Aber da geht natürlich sicherlich noch etwas mehr. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Enemy. Wir haben so einen hier im Clan. Hm. Oh, Tatsache, jetzt sehe ich es. Ich sehe ihn. Es ist der JJ. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr den JJ kennt. Also ich kenne ihn, denn es ist einer meiner, ja, ich will mal so sagen, Online-Freunde, die ich vor allen Dingen aus Clash of Clans und Discord und Twitch kenne. Also der JJ hier mit einem seiner Twinks. Er hat auch etwas höhere Accounts. Im Moment kann ich es nicht ganz blicken. Aber ich glaube, es ist auch ein 12er am Start, ein 10er am Start. Und er ist hier mit einem seiner, was ist es eigentlich, ein Rathaus 8? Maxed, glaube ich, ist er. Und ja, die Base hier, Wagen gefundenes Fressen, keine Frage. Aber erstmal schöne Sterne hier auf diese Base. Und wir sind hier im Moment echt froh um alle Sterne, die wir hier holen. Warum das so ist, das zeige ich euch gleich. Wer es nicht im Livestream gesehen hat, ich habe so einen kleinen Hilferuf gestartet. Wie mache ich diese Base hier? Aber ich brauche sie erstmal nicht machen, denn es hat sich schon jemand anders gemacht. Aber kommen wir gleich zu. Ich springe mal noch ein, zwei Angriffe höher hier in den Rathaus, ich glaube in den Rathaus 9 Bereich. Denn der Rathaus 8 Bereich hier ist schon fast durch. Ich bin ein bisschen außer Atem. Schon ein bisschen fast durch. Und schönes Ding hier, JJ, hast du super gemacht. Hier sind wir jetzt schon im Rathaus 9 Bereich. Allerdings muss ich sagen, so eine Base hier. Wir haben uns dann auch gefragt, naja, mit Drachen, aber ich meine, ein Rathaus 9 hat ja 4er Drachen und so wirklich schlecht sind sie jetzt nicht. Ja, also auch immer noch, glaube ich, denkbar, dass man mit so einer Truppe hier einen CK-Angriff machen kann. Wir mussten uns da auch so ein bisschen eines Besseren belehren lassen, denn wir haben auch erst gesagt, mit Drachen, mal sehen, wie das so wird. Ich meine, hier sind jetzt noch drei Luftabwehren, die jetzt ballern. Ja, ich weiß, es ist eine Zweier-Queen. Es ist eine Zweier-Queen und er hat aber richtig schön spät hier die Loons gesetzt, denn alle Drachen hier auf dieser Front hier, ihr seht das hier gerade, das ist so eine richtige Front, tanken jetzt komplett für die Loons hier. Die tanken komplett durch und so machen die, die Ballons hier echt eine Defensive nach der anderen, die zumindest auf Luftruppen schießt. Der Feger geht jetzt noch weg, da der Tesla. Und die beiden Luftballons schaffen, glaube ich, auch noch den Bogenschützenturm. Ja, Max Loons hier. Also, ihr habt das ja auch schon, glaube ich, in den anderen Videos gesehen. Oder ihr habt es vielleicht bemerkt in den Streams. Ich komme hier immer dann rein, wenn es heißt, dass wir hier ein bisschen bessere Truppen brauchen. Wir haben hier einen Zwölfer, der kann aber auch nicht immer online sein. Also teilen wir uns das Geschäft hier so ein bisschen. Und ich spende euch so gut wie es geht Max-Truppen. Mit meinem RH10 bin ich ja auch noch drin. Da gehe ich ja morgen erst wieder raus. Und deswegen glaube ich, dass es eine ganz gesunde Mischung ist. Ich weiß, das passt dem Clan Spitzen mit Soße überhaupt nicht. Denn dort fehle ich natürlich so ein bisschen als Spender. Aber ich glaube, um diese Geschichte hier, um den Community-Clan und Start der Liga so ein bisschen erstmal ins Rollen zu kriegen, war es ganz wichtig, dass ich hier auch mit dem 12er aufgeschlagen bin. Oh, und wenn ich was live habe, dann bin ich natürlich sofort dabei. Also meine, ich gehe mal schnell Live-Taste und hier reinzugehen, online bzw. live hier reinzugehen. Also das ist ein Live-Angriff, keine Wiederholung. Die anderen Sachen waren jetzt Wiederholung, aber ihr werdet gleich auch noch so ein bisschen was aus dem RH9-Bereich sehen. Das ist ja schon RH9-Bereich. Mal sehen, wie der Blix sich hier durchschlägt. Seine Base hat nämlich schon ganz gut gedefft heute Abend. Hat er eben auch geschrieben. Also auch das zeigt euch, ich hoffe, das zeigt euch so ein bisschen, dass ich hier immer so leicht in den CKs dabei sind. Wenn auch nicht immer so ultra aktiv, weil ich natürlich auch weg bin. Oh, die Doppelbombe da. Ja, die war sehr schade. Queen ist aber noch zündbar. King ist auch noch zündbar. Hier unten sind noch 1, 2, 3 Golems. Ganz, ganz viele Valkyren. Okay, Troll-Tesla. Brauchen uns nicht weiter stören. Also zumindest die Valkyren nicht. Auch nicht auf Level 1. Und ich glaube, das hat er hier
Ich würde fast sagen, das hat er ganz gut geregelt. 14 auf 14, also voll auf Augenhöhe hier, zumindest was die Rathäuser angeht. Hat er gut gemacht, sauber. Das können wir auch mal hier in den Chat reinschreiben. Hat er gut gemacht. Zeit ist noch ohne Ende. Was ist hier hinten noch? Auch noch ein Troll-Tesla Level 1. Ja, mein Gott. Das sei mal dahingestellt. Guckt euch die vielen Truppen an hier. Gut gemacht. Super. Zwei Golems auf Level 2. Auf Level 2. Okay, die haben schon heftig Hitpoints. Die Walküren auf 1 schön genutzt. 16 Magier dahinter. Okay, die Bebenzauber. Na, Blix, das kannst du mal überdenken. Aber es hat ja funktioniert. Und da hat er noch ein Zweier. Da seht ihr das hier. So geht das hier auch in dem Clan. Also keine Max-Truppe, kein. Ich meine, ich hab den Golem auch noch nicht auf Max und er wird hier nicht Max. Er ist hier auf 7, wenn ich ihn den spende. Und deswegen, es wird hier genutzt, was so geht. Finde ich total gut. Also alles tut ihr hier im Community-Clan, sollte das natürlich heißen. Und warum wir es besonders schwer haben, das zeigt uns hier Kati. Kati hat schon auf den R9er eben einen 3-Sterner hingelegt und hat sich jetzt gedacht, ich mache mal den 11er hier. Ja, wir haben hier einen 11er gegen uns mit Max-Truppen. Also dieser 11er hat 260 Truppen und hat die auch nicht mal schlecht. Das heißt also, unsere ersten beiden werden fallen. Das sind die Kati und meine Wenigkeit mit dem Alex-Account. Vielleicht ist es nicht ganz so schlimm, denn die darunter liegenden 9er, die machen im Moment nicht so wirklich das, was sie sollen. Und mal gucken, wie sie sich hier geschlagen hat. Wir haben hier eine kleine Taktik ausgearbeitet, also nichts Wildes. Es ist hier, ja, es ist so ein bisschen der Felken. Ich hatte hier eigentlich gesagt, nimm ein paar Hawks mit. So ein bisschen fürs Endfinish. Denn ihr seht das hier, die Kanonen und auch die anderen Defensivgebäude, außer jetzt die Bogenschützentürme, ja. Und hier ploppen natürlich auch Max Teslas auf. Das ist so klein, so einer Base. Hier ploppen auch die Max Teslas auf. Da wird es ein bisschen schwieriger. Aber jetzt geht es hier erstmal mit den Walküren in diese Base hier rein. Und Bola dahinterher. Ja, man kann jetzt so ein bisschen hoffen. Der Funnel war jetzt nicht so optimal. Aber es passt noch. Ein paar gehen jetzt nach außen, ein paar Walküren. Ein paar gehen jetzt rein. Ein paar viele gehen jetzt rein. Also schöner Freeze hier. Ich glaube, der kam jetzt aus der CB, um so ein bisschen die Truppen hier zu friesen, denn die sind ja auch nicht ganz zu verachten. Und hier in der Mitte, da hat man es, ja, die Mitte war schwer. Die Mitte, muss ich sagen, ist sehr, sehr schwer mit den, ich glaube, es sind 15er Bogenschützentürme. Die sind schon recht heftig, muss man so sagen. Jetzt hat der Verteidiger zwar außen nur noch ein paar kleinere Gebäude, nämlich nur noch ein Mini-Magierturm, ein super, super Mini-Minenwerfer. Das ist ja quasi nichts. Aber sie hat jetzt auch nicht mehr so wirklich die vielen Truppen dabei. Schade eigentlich. Echt schade, denn es ist nun ein Timefail. Es ist nun ein Timefail geworden. Denn an die 30er Queen hier wäre nichts mehr rangekommen. Also schönes Ding hier. Stellt euch auf knackige Kämpfe hier in der Liga ein. Die ihr hier mitspielt in der Clan-Liga, die jetzt in einem Tag und 10 Stunden, glaube ich, startet. Ich schaue gleich nochmal nach. Noch läuft dieser CK hier und wir werden hier, wie gesagt, Only R9 spielen. Ich werde alle anderen rausschmeißen. Ich glaube, der Nico bleibt. Meine Wenigkeit kommt hier wieder rüber zum Spenden und vielleicht noch der ein oder andere Zehner. Mit dem Avatar gehe ich raus. Also überlegt euch das wirklich, wirklich gut, ob ihr hier wirklich bleiben wollt. Ihr könnt hier, denke ich mal, so ein paar Marken abziehen, wenn wir gewinnen. Da kann ich euch aber keine Garantie drauf geben. Im Moment sieht es hier nach so einem gemischten Win und Nicht-Win aus. Okay. Ah, unsere 16 hat auch gerade gehalten. 2 Sterne, wunderbar. 14 auf 16, das müsste eigentlich. Ich gucke mal gerade, ich scoute nur ganz kurz rein. Okay, das war 9 auf 9. Und deswegen habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass hier oben unsere Neuner ganz gut halten. Also unsere beiden Bases hier, die von Alex und von Kati, die werden hier gegen den Elfer nicht halten. Aber die anderen sehen ja schon mal ganz gut aus. Und ich glaube, hier oben sieht es im Moment auch ganz durchwachsen aus. Da geht in jedem Fall was. Ich glaube, hier unten, ich hätte fast gesagt, da dreie ich alles, was hier Rathaus 9 ist. Auch den Zweier werde ich mir nachher fortknüpfen. Und deswegen,
Bleibt an diesem Kanal dran. Also es bleibt spannend. Vor allen Dingen, was hier die Liga angeht. Ich blende euch das Clan-Tech nochmal ein. Ihr könnt hier gerne reinkommen. Aber wie gesagt, ich werde nur Rathaus 9er, denke ich mal, mit in den Clan-Krieg nehmen. Die kämpfen. Ich nehme alle hier mit rein, die dann hier noch drin sind, außer Rathaus 10 und 11 aktiv. Die werden hier nicht dran teilnehmen, sodass wir only Rathaus 9 oben haben. So ein bisschen darunter vielleicht ein paar Achter, je nachdem, wie viel es noch bleiben. Und wer dann hier noch als 8er, 7er, 6er drin ist, der ist einfach drin. Und der kann darauf hoffen, dass wir gewinnen, dass ihr ein paar Marken bekommt. Und ihr einfach so ein bisschen Spaß am Spiel habt, levelt einfach ein bisschen. Das mache ich auch mit meinen kleinen Accounts. Dann wird das hier auch was, wenn wir die Liga hier starten in 1,5 Tagen. Nach den 7 Tagen Liga macht dieser Clan erstmal ein bisschen dicht. Muss auch mal ein bisschen sein. Und ich hoffe, ihr verfolgt mich auf Twitch.tv, ich mache da einfach mal ein bisschen Werbung für. Seht mal ein bisschen was anderes von mir. Wir können dort natürlich auch ganz normal, wie unter Erwachsenen oder nicht Erwachsenen, ganz chillig ein bisschen chatten. Das geht nämlich bei dem Spiel, was ich euch dort zeige. Und bis dahin bleibe natürlich dem Clash of Clans hier treu. Bis dahin, euer Toto.